Hallo zusammen, ich weiß, ich wollte vor Dezember nichts mehr bringen, aber damit waren eher die richtigen Videos gemeint wie Spuck's aus oder Rap-Analysen. Der Spendenaufruf und dieses Video sind jetzt nicht sonderlich aufwendig und am 17.11. hat der Schimmel Geburtstag, da gibt's auch nochmal eine kleine Aufmerksamkeit. Dieses Video ist jetzt auch nur rein informativ für euch, es gibt nämlich Neuigkeiten. Einer meiner Mitbewohner hat eine Julians Blog Android App gemacht, die ihr euch kostenlos runterladen könnt, Link in der Beschreibung. Diese App ist zuweilen noch sehr spartanisch und ihr könnt damit lediglich einfacher auf meine Videos zugreifen, da werden aber mit der Zeit noch ein paar Erweiterungen kommen. Ich habe damit nichts am Hut und es ist mir völlig egal, was ihr für Ideen habt, mein Mitbewohner kümmert sich schon darum. Diese App wird es niemals für iPhones geben, weil ich Apple absolut zum Kotzen finde und für mich ist der 5. Oktober seit diesem Jahr zu einer Art Feiertag geworden, weil es mich einfach unwahrscheinlich glücklich macht, dass ein Teil von Apple an diesem Tag gestorben ist. Leider nur ein Teil, aber es ist zumindest ein Anfang. Außerdem gibt es jetzt konkrete Pläne, was mit euren Spenden passieren wird. Folgendes Equipment werde ich mir davon kaufen, sofern das Budget dafür ausreicht. Eine Canon 60D Spiegelreflexkamera, falls es nicht reichen sollte, wird es eine 600 oder eine 550D. Ein Weitwinkel-Zoom-Objektiv von Tamron 17-50mm und eine 32 GB Class 10 Speicherkarte mit einer Datenrate von 30 MB die Sekunde für Full-HD-Aufnahmen. Dazu ein passendes Sennheiser E845, welches mir jemand schenken wollte. Mal sehen, ob das tatsächlich passiert. Ich habe den Trubel um meinen Spendenaufruf natürlich mitbekommen und ich kann einige Standpunkte auch halbwegs nachvollziehen. Damit sind aber nicht die Deppen gemeint, die sagen, dass ich doch einfach Partner werden soll. Man sollte sich eventuell etwas besser informieren, bevor man Quatsch von sich gibt. Meine Videos sind insofern rechtlich korrekt, dass ich sie auf YouTube hochladen kann, ohne Content-Schwierigkeiten zu bekommen. Aber als Partner muss man noch um einiges mehr Richtlinien einhalten und nur ein Bruchteil meiner Videos würde überhaupt für das Partnerprogramm zugelassen werden. Warum das so ist, will ich euch jetzt nicht vorkauen, aber Google könnte hilfreich dabei sein. Jedenfalls gibt es eine Deadline für die nächste Rap-Analyse und das mit dem Interview war eine relativ spontane Idee. Also selbst wenn ich Partner werden könnte, was nicht der Fall ist, könnte ich nicht das Geld für das Equipment so schnell mit YouTube aufbringen. Andere Leute meinten, ich sollte doch arbeiten gehen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie sehr ihr aufpasst bei dem, was ich sage. Den Kommentaren zufolge leidet ihr alle an Aufmerksamkeitsdefiziten, aber ich habe schon mal erwähnt, dass ich von Beruf Mediengestalter, Bild und Ton bzw. Cutter bin. Aber ich muss auch von irgendwas leben und ich habe halt nicht über 1000 Euro mal eben so locker. Auch wenn das Videomachen ein Hobby ist, ist es dennoch unglaublich aufwendig und wenn ich jetzt ganz bescheiden bin, sage ich mal, dass ich mit die besten deutschsprachigen Videos auf YouTube mache. Technisch gesehen mache ich sogar die besten, weil ich auf Fernsehstandard produziere. Inhaltlich ist natürlich immer Geschmackssache. Bedeutet im Klartext, ich mache hier das gleiche wie in meinem Beruf, nur mit meinen eigenen Inhalten und für umsonst. Warum mein Beruf gleichzeitig mein Hobby ist? Ich kann hier so ziemlich alles machen, was ich will und mich künstlerisch entfalten. Ich würde jedoch meine Videos nicht so hochfrequentiert rausbringen, wenn sich nicht eine breite Masse dafür begeistern würde. Und deswegen ist es zwar ein Hobby, aber gleichzeitig auch ein Dienst an der Community. Wenn es ausschließlich ein Hobby wäre, würde ich jetzt ein halbes Jahr sparen, mir den Kram besorgen, die Analyse machen und dazwischen die ganze Zeit abchillen und nichts tun. Aber ihr wollt regelmäßig eure Videos und ich will immer wieder Videos machen, die besser sind als die davor. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber die Analysen werden von Mal zu Mal aufwendiger, weil es mir sonst keinen Spaß mehr machen würde. Rapper zu interviewen ist einfach der nächste Schritt und das könnte ich natürlich auch mit der Kamera machen, die ich jetzt habe. Aber sowas mache ich einfach nicht in Scheißqualität und mit miesem Sound. Da warte ich lieber und mache es vernünftig. So, Schluss mit dem langweiligen Gelaber. Ihr könnt weiterhin auf julianshatebrock.com spenden und das klar machen oder es sein lassen. Betteln hin oder her, ihr entscheidet, ob das Interview stattfindet oder nicht. Es sind schon über 300 Euro gespendet worden, dafür vielen Dank. Und noch was, alle die zwischen dem 9.11. um 22 Uhr und dem 10.11. gespendet haben, gucken bitte in ihrem PayPal-Account, ob der Zahlungsstatus abgeschlossen ist. Es gab da nämlich einen kleinen Bug und die Spenden sind für einen Tag nicht angekommen. Das Problem ist jetzt aber gelöst und die Spende von den Betroffenen kann problemlos storniert werden. Das Geld ist also nicht weg. So, das war's. Haut rein, ihr Lappen.